Wildkatzen brauchen naturnahe Misch- und Laubwälder mit ruhigen, saumreichen Waldrändern. Hier kann sie jagen, sich verstecken und sicher ihre Jungen aufziehen. Doch das gibt es bei uns in Bayern kaum noch. Diese Ankaufsfläche hier, das BUND, ist extrem vielfältig. Wir haben im oberen Hangbereich alte Buchen, hier diesen lichten Jungwuchs. Diese Fläche wird von den Kollegen im Rahmen des Wildkatzenprojekts beplant, mit Maßnahmen speziell für die Wildkatze, aber auch für deren Nahrungstiere wie Kleinsäuger und Reptilien. Wichtig sind dann Strukturen wie Totholzhaufen oder lichte Waldbereiche. Im Rahmen von Renaturierungsmaßnahmen werden diese Flächen wieder in richtig artenreiche Bereiche entwickelt. Kleine Bäume, mittelgroße Bäume, alte Bäume, Totholz- und Biotopstrukturen, Asthöhlen, Unterwuchs, Gebüsch- und strukturreiche Übergangsbereiche.